Hey, na? Moin. Es geht. Mein Name ist Charlie. Und ja, Leute, ich habe mich vor dieser Aufnahme beim Rasieren geschnitten. Man sieht es auch. Hier, Digga, fast gestorben, Alter. Endlich kann ich ein Video auch mal irgendwie fast gestorben. Charlie stirbt fast oder was weiß ich nennen. Sowas wollte ich eh schon immer mal. Ich schneide mich aber auch wirklich immer am Hals, ich schwöre. Es ist aber wirklich auch immer der Hals. Immer der Hals. Ein Like, gleich eine neue Rasierklinge. Ey, nice da, Digga. Ich brauche ein Thumbnail, ja. Also, es heißt bestimmt irgendwas mit Charlie stirbt oder so und so mit Rasierklinge und sowas, Digga. Du brauchst. Also, auf jeden Fall rote Kreise im Thumbnail. Auf jeden Fall rote Kreise im Thumbnail. Also, Digga, wenn du machen kannst, perfekt. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für ein Video, deswegen Entschuldigung, falls es ein bisschen kürzer wird. Lol. Digga, entschuldige ich mich gerade, weil ein Video kurz wird. Ich mach doch etwas vor euch, verdammt. Also ja, das ist einfach jetzt mal ein kürzeres Video, what the fuck. Denn ich fahre morgen nach Irland auf eine Klassenfahrt. Oh nein, ich besuche keine Verwandten. Warum denkt manche eigentlich wirklich, ich wäre aus Irland, Alter? Nur wegen dieser scheiß Flagge da im Hintergrund und meinen Haaren oder was? Ich meine, das ist ganz schön rassistisch eigentlich. Die Flagge hängt da eigentlich nur, weil ich die Farben irgendwie nice finde und Irland ist generell eigentlich ein cooles Land und hat eine coole Gegend, irgendwie ein cooles Image. Ich weiß nicht, ich feiere Irland. Außerdem wird Game of Thrones teilweise in Irland produziert, glaube ich. Game of Thrones ist mit Abstand die Serie, die ich am meisten suchte, Alter. Manche sagen bestimmt, ja, Breaking Bad, Prison Break, Walking Dead, alles viel besser. Aber Jungs, Game of Thrones, das Effekt unter den Serien. Jetzt mal ohne Scheiß, vor 3 Jahren oder sowas hat mir ein Kollege schon gesagt, der die Bücher gelesen hat, Digga, gönn dir auf jeden Fall die Serie. Er hat mir dann aber so einen Ausschnitt irgendwie aus der 3. Staffel oder sowas gezeigt und irgendwie so ganz random, so ich hatte wirklich gar keinen Plan von den Figuren und ich dachte nur, Digga, was ist das für eine Nerd-Scheiße? Also ich meine, das ist ja auch im Endeffekt auch Nerd-Scheiße, ja? Aber irgendwie vor einem oder anderthalb Jahren habe ich dann mal so gedacht, okay, Digga, fängst du die mal ganz von Anfang an, gönnst dir da einfach mal die erste Folge, ja? Nachdem ich die erste Folge gesehen habe und auf einmal das Ende kam, ich dachte so, Digga, nein, das können die doch nicht machen. Dann direkt die 2. Folge gesehen und die 3. alles an einem Abend. Ich dachte so, Digga, jetzt geht's los, Alter. Wirklich, die Enden der Folgen sind wirklich das Beste, ja? Du denkst dir wirklich, Digga, komm, ich muss weitergucken. Und so ist es halt wirklich jedes perfekte Mal. Ich dachte mir nur so, Digga, was ist das für Nerd-Scheiße? Geile Nerd-Scheiße. Die Story, du denkst bei jedem Mal so, okay, so und so geht die Szene jetzt aus in dieses Mal, ja, aber im Endeffekt, nein, Digga, alles anders. Leute, ich habe bei der einen Folge sogar fast geweint. Bei einer scheiß Nerd-Serie habe ich fast geweint. Alle Leute, die die Serie kennen, Rote Hochzeit, ja, Rote Hochzeit, alter Schwede. Rote Hochzeit ist, glaube ich, das Schlimmste, was jemals irgendwie im TV oder generell überhaupt gesendet wurde oder so. Ich war wirklich vor meinem Laptop, weil ich gucke die Serie auf brennenden Serien. Ich war einfach vor dem Laptop und ich dachte so, da. Übrigens, so habe ich auch bei den Bewertungen reagiert bei Everyday Saturday 2. Das ist nicht euer Ernst, Mann. Wirklich, ich saß da eine halbe Stunde und musste das erstmal verarbeiten. Ich dachte so, ich fühle nur Leere in meinem Körper. Es gibt sogar Videos auf YouTube, wo dann wirklich Leute anfangen zu weinen. Wegen einer fucking Nerd-Serie. Und ich war einer davon fast. Naja, aber das war's jetzt aber auch heute mal von mir. Wenn ihr Bilder und sowas von dieser Klassenfahrt sehen wollt, dann folgt mir einfach auf Snapchat. Z-Charlesen heiße ich da. Und zum Schluss dance ich jetzt einfach nochmal random zu diesem Song, den ich in letzter Zeit feiere. Okay, ich glaube, da stand gerade meine Oma draußen. Peinlich. Aber das war's jetzt aber auch wirklich von mir. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, vielleicht habt ihr irgendwas noch vergessen. Also haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas. Ich fühle nur Leere in meinem Körper. I get my drink on. I play ping pong with King Kong.